Seit über einem Jahrzehnt organisieren die mitteldeutschen Industrie- und Handelskammern mit dem Mitteldeutschen Exporttag jährlich eine der größten Informations- und Netzwerkveranstaltungen für Importeure und Exporteure in Mitteldeutschland. Der 13. Mitteldeutsche Exporttag am 13. September 2022 war eine gemeinschaftliche Veranstaltung der Industrie- und Handelskammern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Präsidenten der IHK Magdeburg, Klaus Olbricht. Und so sind meine Amtskollegen und ich auch etwas stolz, dass sich der Mitteldeutsche Exporttag zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen für export- und importorientierte Unternehmen in Mitteldeutschland entwickelt hat. Auch Sachsen-Anhalts Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, Sven Schulze, sprach zu den Teilnehmern. Und ich sage immer, wir müssen halt international denken. Ja, wir können nicht nur an uns denken und sagen, das funktioniert ja schon, wenn wir in Sachsen-Anhalt alles für uns regeln, sondern mir fällt ja kaum ein Unternehmen ein, was nicht irgendwie direkt oder indirekt mit Export zu tun hat oder Import, mit Produkten, die man braucht, um weitere Produkte zu produzieren und. Und da ist, ich vor kurzem im Landtag auch gesagt, ich sage, die Herausforderung, die wir haben auf dem Weltmarkt, dass Produkte nicht zu beziehen sind, wenn in Shanghai der Hafen mal wieder für einige Wochen geschlossen ist, weil die einen Lockdown machen und wir das dann hier relativ schnell auch bei uns merken. Und vor allen Dingen, wenn es dann wieder anläuft, dass ewig und dauert, dass die Preise steigen und dass wir am Ende des Tages nicht wettbewerbsfähig sind mit unseren Produkten, die wir hier produzieren in Mitteldeutschland und dann am Ende aber in der ganzen Welt vertreiben wollen. Das Thema des 13. Exporttages lautete: internationale Lieferketten nachhaltig, digital, smart gestalten. Ein Thema aus dem Bereich Außenhandel, das viel Brisanz enthält. Also der Gesetzgeber versucht ja den Außenwirtschaftsverkehr, ob das Handel ist, ob das Investitionen sind, deutsche Unternehmen im Ausland, ausländische Investoren im Inland, versucht zu regulieren. Das ist auch gut und richtig, das muss ein Gesetzgeber auch machen. Im Moment kommt aber da viel zusammen und internationale Geschäftstätigkeiten werden eher eingeschränkt oder schwieriger gemacht. Ein großes Thema ist das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo es auch jetzt noch einen europäischen Vorschlag gibt, der noch weitergehend ist und den Unternehmen viele Lasten aufbürdet. Und da ist es wichtig, dass wir auch mit dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, dem BAFA, sprechen. Und der Präsident war und ist hier und sagen, wie können wir denn die Vorgaben möglichst bürokratiearm letztlich bewerkstelligen. Die Veranstalter hatten hochkarätige Gäste im Podium, so auch den Chef der BAFA. Also wir vom BAFA verstehen uns als Partner der Wirtschaft. Deshalb habe ich diese Einladung gern angenommen, um mit den Unternehmern und Unternehmern ins Gespräch zu kommen, zu hören, wo aktuell der Schuh drückt. Und eine Herausforderung ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wofür mein Amt ab 1. Januar 2023 zuständig ist. Und da bin ich natürlich sehr interessiert zu hören, was die Unternehmer und Unternehmer für Vorschläge haben, wie ich das Gesetz schlank und bürokratiearm umsetzen kann. Ja, wie sehen Sie es denn vom Zwischenergebnis? Wir haben jetzt die Mittagspause, einige Unternehmer haben sich schon zu Wort gemeldet. Es gab die Diskussionsrunde. Nehmen Sie schon was mit? Also ich sehe natürlich, dass Bedenken bestehen, dass viele Fragen bestehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die Aufgabe meines Amtes ist eben in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Handreichungen mehr Klarheit zu schaffen, den Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen, sich auf das Gesetz vorzubereiten und dann gemeinsam etwas für die Verbesserung der Menschenrechte weltweit ab nächsten Jahr zu machen. Aber auch um das Verständnis der Geschäftspartner im Ausland ging es. Wir bieten schon heute auch Seminare an für marokkanische Unternehmen, um beispielsweise marokkanischen Unternehmen zu erklären, was ist denn das eigentlich, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, und warum stellen denn auf einmal deutsche Unternehmen solche Fragen? Die Pausen und Gesprächsrunden wurden gut zum Netzwerken genutzt, so der Geschäftsführer der BT Innovation. Also Marokko haben wir schon länger auf der Agenda. Insofern war das heute nochmal gut, auch den Geschäftsführer der AHK hier treffen zu können. Und mit Sicherheit werden wir, was das ein oder andere Produkt bei uns in der Lieferkette angeht, uns nochmal überlegen, ob es nicht doch ernsthafte Alternativen zu China gibt.
Es ist schön, dass die Veranstaltung hier in Magdeburg ist. Also darum ist das bei uns. Ich bin Unternehmerin aus der Altmark. Ehrensache, dass man natürlich hier vor Ort ist. Ich finde es schön, dass es die Veranstaltung jetzt auch endlich mal wieder in Präsenz stattfindet. Und es ist toll, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Hochkarätige Vorträge. Wann hat man schon mal die Fachmänner, die man dann gleich direkt ansprechen kann? Um die Problematiken in ihrer Vielfalt erfassen zu können, gab es am Nachmittag 4 Workshops mit kompetenten Referenten aus dem Rechts- und Wirtschaftsbereich. So stellten Mitarbeiter der Außenhandelskammern auch die rechtlichen Bedingungen und Probleme im Zusammenhang mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in verschiedenen Zielmärkten vor. Eine hochinformative Veranstaltung also, die Eventzeichnerin Liane Hoder als Cartoon in Szene setzte und die aber auch erstmals viele Teilnehmer live im Internet auf dem YouTube-Kanal der IHK Magdeburg verfolgt haben. Als besonderer Service stehen die Mitschnitte auch weiterhin für Sie zum Abruf bereit.